Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim Gas Station Simulator. Schauen wir mal, was der heutige Tag bringt. Wir haben ja neue Sachen bestellt, die jetzt dann kommen für Surf Shop und für den Schnorchelladen da drüben. Und es läuft ja eigentlich ganz gut bisher. Also ich denke mir, wir können dann auch so langsam wieder hinten das Bootsgetanke öffnen. Dass das wieder am Werkeln ist. Aber ich sollte auch mal ein bisschen die Werkstatt im Auge behalten. Ich würde halt zu gerne, ne, den Upgrade machen. Das wäre halt zu schön. Jetzt warte mal, schauen wir mal. Delivery nochmal beim Full Supply. Das sind wir immer noch bei 250. Ich würde sagen, dass ich jetzt hier nochmal 100 Liter bestelle. Lieber ein bisschen was im Puffer haben. Wir haben zwar... Oh, wir haben schon 23,5. Oh, verdammt. Jetzt bin ich gespannt, wie dann der Spritpreis ist. Oh nein, habe ich jetzt wieder nicht drauf geschaut. Und? Immer noch 2,50? Achso, wenn ich drin bin, geht die Zeit vielleicht nicht vor, oder was? Ne, der Preis bleibt bei 2,50. Okay, ist in Ordnung. Servusle. Machen wir mal schnell die Dame hier fertig. So, dann hups. Dann schauen wir mal wegen der Lieferung. Zum Glück warten die, ne? So. Einmal hoch. Einmal rüber. Rote Boje. Ach so, weil es geschlossen ist, ne? Ja, dann sollte ich jetzt halt wieder aufmachen. Ich glaube, das ist schon sinnvoll, wenn wir da das laufen lassen. Einmal das da. Ach ja, auffüllen müsste ich noch. Weil wir haben ja ein paar Sachen bestellt. Hier zum Beispiel ganz viele. Hier ganz viele. Bei Süßigkeiten haben wir ein paar Sachen bestellt. Wunderbar. Gehen nochmal welche? Nein. So. Dann noch einmal hier an die Alkoholiker. Da haben wir auch noch ein bisschen was. Da können wir einfach alles platzieren. Weil wir haben ja hier zwei Regale. Ich werde es dann später im Verlauf irgendwann machen. Wenn wir mehr Regale haben, dass wir das dann gesondert reintun. Also jedes Regal ein Produkt. Die liegen immer so blöd an der Kante hier. Nein! Glück gehabt. Also wie gesagt, die Flaschen hüpfen halt oft von alleine auch, ne? Ohne mein Zutun. Ja, das freut mich. Kunde an Kraftstoff, Delivery. Delivery machen wir gleich. Awesome. Jawohl. Dann gehen wir mal kurz ins Management und machen mal den Fuel-Dingsbums hier wieder auf. Task completed. Jawohl, so mag ich das. Jetzt können wir mal gucken, ob wir den Ausbau machen können. Das wäre halt, ups, das wäre halt wirklich genial. Halt, warte, das können wir da gleich gucken. Gas Station. Jawohl, können wir machen. Anforderungen. Einmal neues Level, bitte. Gas Station Level 4. Kostet 750. Oder was war jetzt das? Hä? Ah, yes, danke schön. Damit haben wir das Tankstellenlevel erhöht. Chunchu Manchu ist happy. Moment, stirbt kalm. Okay, das ist gut. 43 ist er jetzt. Dann gucken wir jetzt gleich mal beim Warehouse. Das Level der Tankstelle ist zu niedrig. Puh, das ist aber doof. Workshop. Wir können den Workshop upgraden. Ist natürlich die Frage, ob wir den Shop upgraden. Also das geht nicht, oder? Doch, das geht. Na, das ist doch perfekto. Dann haben wir das Tankstellenlevel und Chuchu Manchu ist dann gleich auf 34. Customized Boat Fueling, jawohl, machen wir gleich auf dem Rückweg.
Und dann ist natürlich noch die Frage, das würde ich jetzt dann gleich als nächstes gucken, wegen Mitarbeitern. Hallo? Ich würde dich gerne tanken wollen. Ich denke aber, dass ich da nicht drum rumkomme und dann wirklich den Treibstoff einmal komplett voll mache, ne? So. Schauen wir gleich nochmal. Ui! Diese dummen lebendigen Flaschen, ne, die dann immer rumhüpfen. Ui, okay, das ist jetzt natürlich blöd. Lass mich da mal raus, lass mich da raus. So, ich habe ja gesagt, wir stellen hier ringsrum die Pflanzen. Ist jetzt auch egal, ob die gerade steht oder nicht. Die Rockets. Ja, ich würde die trotzdem gerne da hinten stehen lassen wollen. Die Raketen. Ah, da steht jemand an der Kasse. Entschuldigung, die Dame. 12 Artikel. Das forciert ja schon fast, dass ich irgendeinen Fehler hier mache. Oder dass das Spiel mir einen Fehler reinhaut. Zum Beispiel eine schräg stehende Flasche. Aber wenigstens kriegen wir das Geld, ne? Also das ist ja nur die eine Flasche, die nicht berechnet wird. Ja, passt schon. Ist in Ordnung. Führ dich nicht so auf. Einmal Boat Fueling. Dann nochmal Kasse. Und dann schauen wir gleich nochmal, ob wir jetzt Mitarbeiter noch machen können. Weil es wäre natürlich schon genial, wenn wir nochmal Mitarbeiter reinbekommen. So, Upgrades. Workshop, Toilet. Oh, das geht gar nicht. Oder kann ich das? Employee? Hire? Nee, Houses? Doch, können wir machen. Also. Schwimmt da ein Hai? Ach nee, da hinten, da ist ein Surfer unterwegs. Okay, Hire. Nina oder Ricardo? In dem Fall würde ich dann sagen Ricardo. Einfach mal jetzt zack. Weil der 3 Punkte hat überall. Ich würde sie zwar auch nehmen, aber ist okay. So, Schedul. Hauptberuf. Machen wir bei dir Fuel Boats und Nebenjob Tankstelle reinigen. So. Und tagsüber, genau. Automatisch zahlen bitte. Dann passt das nämlich auch. So, Servusler. Das ist halt was anderes wie beim Supermarkt Simulator, ne? Da klickst du halt nur an und hier musst du die Ware auch nehmen und scannen. So. Dann wollte ich dich noch verstellen. Und dann sollten wir auch wieder schauen, dass wir ein bisschen Autos knacken, ne? So, noch ist der Mitarbeiter unterwegs, glaube ich. Nee, da sind wir zu weit. Oh Gott, das ist wieder ein Millimeter hier. Wo ich dann immer nicht weiß, ob in die eine oder in die andere Richtung. Okay, Piano. Nochmal ein Piano. Ich würde sogar sagen, dass wir mal die Sachen verkaufen, ein paar, ne? Hier zum Beispiel ist Piano 279. Genial. Das Poster können wir zum Beispiel hinten reinwerfen. Die Eule. Oh, schön. Kann ich dich da hinhängen oder was? Jo. Cool. Dann die Bilder schmeißen wir hinten rein. Die Lampe, die wollte ich eigentlich bei der Kasse da mal jetzt in die Ecke stellen, weil ich nämlich die Hoffnung habe, dass die ein bisschen Licht macht. Die andere war einfach ja sowieso viel zu hässlich, also. Deswegen habe ich die ja dann weg.
So, Boat Fueling muss ich nur selber schauen. Ach nee, die sind jetzt hier am Machen. Okay, das passt. Und das, ich denke mal, dass es jetzt erst einmal ausreicht, wenn mir der tagsüber auch die Tankstelle hier reinigt. Das sollte schon reichen. Da kommt der angejoggt. Ricardo. Sausle. Mit dem Stumpen im Mundwinkel. So. Schauen wir mal, ob wir noch hier was machen können. No Equipment. Okay, das ist wichtig, ja. Das muss ich echt drauf achten, ne? Dass wir wirklich immer das Equipment da haben. Vielleicht wird es ja auch ausgebaut im Laufe der Zeit. Dass wir da mehr reinmachen können und nicht nur 4 Stück. Und Dingsbums sind auch keine Teile mehr. Fahrzeug repariert. Autos gewaschen. Oh, jetzt kommt dann die Waschanlage mit dazu. Die Wege sind schon nicht kurz, ne? So, hier wollte ich ja sowieso noch das hochstellen. Hier auf Set auf 90%. Set in Use 99,5. Da steht aber jetzt halt auch nichts, was wir verdienen. Ne? Das ist irgendwie... Also ich vermute wirklich immer noch, dass es damit zu tun hat, diese in den... Ihr wisst schon, hier in den Statistiken, das, was sich falsch nennt, dass es damit zu tun hat. Man hört die Boote recht laut, muss ich sagen. Also, man hört sie auf jeden Fall, obwohl die relativ weit weg sind. Ja, gerne. Gerne. So, aber was können wir die denn noch machen lassen? Ich schaue mir das immer gar nicht so genau an, ne? Tankstelle reinigen, bedienen der Kasse könnte der eigentlich auch machen, ne? Bedienen der Kasse und Autos tanken. Die zwei machen Autos reparieren und tanken. Und dann kann doch der, das dürfte ich wahrscheinlich genau, kann ich im Moment nicht benutzen. Und sauber machen kann ich ja selber, wie gesagt. Wenn wir dann erst einmal das nächste Ding bauen können, den nächsten Mitarbeiter dann reinholen, dann ist das ja in Ordnung. Hups, ein kurzer Hänger. Dann können wir uns um Autoknacken kümmern. Dann möchte ich nochmal auf die Statistiken gucken. Oh, das war zu weit. Einmal Meister. Welche Richtung? Okay, falsche Richtung. Oh Mann, das ist echt wieder ein Millimeter-Ding. Dankeschön. 22, wunderbar. So, er macht doch jetzt halt Boat Fueling. Oder warte mal, ich lass dich Kasse machen und sauber machen. Das ist viel besser. Nicht Fuel Boats, sondern bediene Kasse und Tankstelle reinigen. Das ist, glaube ich, viel besser. Weil die Boote, die kann ich betanken. Das liegt mir mehr, als den Besen zu schwingen. Lifesaver. Kraftstoff ist niedrig. Uiui. Ja, klar, doch, dass wir jetzt halt beide tanken, ne? Delivery. Fuel. Wir machen jetzt halt alles, was geht. 694. Oh, 1700, okay. Reset. Wir machen dann einfach nur mal. Ja, wir machen jetzt die 400 Liter mal. Ich kann mich einfach nicht darauf verlassen, dass der Sprit günstiger wird. Es ist natürlich toll, wenn der Sprit dann günstiger wird. Aber jetzt haben wir ja noch ein paar Stunden vor uns und verdienen tun wir ja trotzdem immer da dran, ne? Auch wenn es dann nur ein paar Cent sind.
So, da haben wir schon alles raus. Da haben wir noch ein paar Sachen. Okay, das war's. Kraftstoff, Werkstatt. Statistik. Wollte ich doch nochmal gucken hier. Statistics. Nennen Sie ein Datum. Und zwar heute der 15. Einnahmen. Minispiele. Falsch, genau. 717. 1051. Also da muss ich immer schön schauen, dass das Zeug da ist, ne? So, wir haben noch genug Geknapper. Wir haben noch genug Getränke, genug Alkoholiker. Eismaschine können wir ja rein theoretisch, glaube ich, auch machen. Aber jetzt warte mal, was haben wir denn noch? Services, Loan, Garbage. Wann kann ich denn das nächste Ding hier bauen? Decorations, Movables, Landmarks. Landmarks wäre mal interessant. Aber das ist alles noch zu teuer. Ich glaube, da müssen wir wirklich warten, bis wir da ein bisschen mehr Geld zusammen haben. Dann gucken wir noch mal wegen Parts. Genau, da haben wir ja fast nichts mehr, ne? Okay, wir haben sogar noch 10 auf Lager. Da haben wir nur noch 6 Stück. 4-mal kaufen wir danach. Da haben wir nur noch 5 auf Lager, dann kaufen wir da mal 5. Duct Tape. Ich würde sagen, das bestellen wir jetzt mal. Und dann schauen wir nochmal auf Upgrades, was denn eigentlich der Workshop kostet. Der kostet 500. Was kostet die Toilette? Die kostet 150. Aber bringt ja Geld, ne? Auch wenn es wenig ist. Aber komm, das kaufen wir jetzt halt noch. Aber das war doch Toilette. Das ist Toilette? Das ist doch eher die Dusche, oder? Juju Manchu ist happy. Das freut mich. Der ist auf 41. Dann gehen wir mal hinter. So, einmal Tank. Dann gehen wir einmal dahin zum Tanken. Wir haben jetzt ja noch 120 Liter oder knapp 120 Liter drin. Der taucht schon. Der braucht noch ein bisschen. Scrubber Rental, wieder kein Zubehör. Ja, das wäre schon nicht schlecht, ne, wenn das ein bisschen mehr wäre. Hier. Halt, warte mal, du kannst doch gleich da nochmal eins reinschmeißen, weil die verbrauchen sich auf jeden Fall. Also dann stimmt es schon mit meiner Vermutung. Kunde Werkstatt, Windserving Rental, ja, da wollte ich jetzt halt auch hin. Ach ja, und dann war doch das mit der Kanone, ne? Ah, so funktioniert das, okay. Du musst nur dann Hand wieder ausrüsten. At all. Okay, müssen wir auch wieder nachordern. Probier das nochmal mit der Kanone. Man muss halt rückwärts, ne? Das ist halt das Einzige. Also insofern bin ich da dann nicht wirklich schneller, weil ich muss die Kanone ausrüsten, dann muss ich sie wieder entrüsten. So. Jawohl. Gleich die nächsten noch. Jeder Cent zählt. Wunderbar, Dankeschön. Eine goldene moderne Lampe. Na komm. Dankeschön. Schauen wir mal, was haben wir denn da? Die können wir verkaufen. Komm, die verkaufen wir jetzt mal. Geld müssen wir irgendwie machen.
Die Bilder würde ich sagen, ja, das da verkaufe ich. Ne, warte mal. Das hier verkaufe. Sind das jetzt 11 oder 111? 111. Verkaufen. Die Dinger tun wir, das da tun wir noch verkaufen. Und die anderen heben wir uns für den Chuchumancho auf. So, ich muss jetzt bald wieder an die Kasse, ja? Da habe ich gedacht, da liegt was. So, einmal die Ware bitte. Dankeschön. Das füllen die ja so viel, ich weiß, auch selber auf in der Werkstatt. So, du bist jetzt gleich im Feierabend. Aber machst du jetzt da nur Kasse oder räumst du auch auf? Ich denke, er räumt auf schon auch, ne? Jawohl, Feierabend, tschüss. Decorations. Ne, nicht Tools. Upgrades wollte ich nochmal gucken. Ah, Scrubber Diving. Okay, das können wir dann aufrüsten. Das hat ein Equipment-Slot und vier Storage-Slots. Das ist doch mal nicht schlecht, oder? Komm, das machen wir. Das machen wir, den Scuba Diving tun wir jetzt halt auch noch aufrüsten, aufwerten. Er, Vulcano ist happy. Zwar auch nur 5 Punkte oder sowas, aber es macht ja nichts. Ist der jetzt halt noch am Boot fuelen oder ist der jetzt im Feierabend? Der ist im Feierabend, ne? Okay, komm her. 350 Liter noch. Haben wir auf jeden Fall erst einmal noch genug. So, da haben wir nichts. Autos können wir wieder knacken. Das hier noch? Jawohl. Zombiebär. Das klingt fast wie der Schweinebärmann bei South Park. Ne, das war zu weit. Jawohl. Schauen wir mal, was ist denn der Zombiebär? Ach so, das ist auch wieder, ja, ist okay. Das ist wieder eine Spielkarte. Mit den Karten, also so viel ich weiß, kann man mit den Karten nichts machen. Also wenn ihr da eine andere Erfahrung habt, schreibt es mir gerne rein. Aber meines Wissens nach kann man da nichts machen mit. So, schmeißen wir mal das da rein. Und schmeißen wir mal das da rein. Und dann warten wir erst einmal, weil wenn wir irgendwie ein Upgrade machen oder sowas, dann werde das verschwendet. Halt, da wollte ich noch mal gucken. Ach, ich habe ja sowieso kein Equipment mehr. Das muss ich auch noch mal bestellen. Und vor allem, das war beim Diving, ne? So, hallo, danke, dass ihr gewartet habt. Nee, 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 nicht rumhüpfen. Ja, alles gut. Verzieh dich. Kleopatra kommt. Die blonde Cleo. Ich sag dir doch die ganze Zeit, du sollst bitte anhalten. Überschätze dich nicht. Man sieht ja links unten immer die Sekunden, ne? 2,77 Sekunden brauche ich im Schnitt, um einen Artikel übers Band zu ziehen. Und selbst wenn ich 4 Sekunden brauchen würde, wäre es doch nicht so schlimm. Bisschen noch? Ah, zurück. Jetzt fahr nicht weg. Verdammt. Oh, gut, Glück gehabt. Dich habe ich schon, ne? Ja, aber dich habe ich noch nicht. Na komm, geh auf. Gut. So, 6 Dollar wieder. Dann bestellen wir jetzt mal auf die Schnelle. Moment, tun wir erst einmal das hier. Dann bestellen wir nochmal Equipment für den
Surfshop. Das ist eh gerade 0 Uhr, das heißt, es haben sich wieder die Preise geändert. Delivery, Fuel. Ich weiß nicht, 100 Liter vielleicht mal. Nee, vergiss es. Wir kaufen jetzt etwas für den Tauchshop. 2 Stück noch auf Lager. Dann würde ich sagen, mindestens 8 Stück. Ich würde sogar sagen, wir nehmen 13 Stück. Surfbretter, die sind jetzt etwas teurer, da haben wir gar nichts mehr auf Lager, also 10 Stück. Kopfrechnen schwach, reicht's oder nicht? Es hat gereicht bis auf den letzten Cent, das ist doch gut. So, halt, tanken. Nicht, dass der abhaut. Und Sprit haben wir ja noch ein bisschen da, also ist das Equipment mir jetzt halt wichtiger. So, ich nehme wieder die Abkürzung. So, hier. Ah, 8 Stück passen jetzt rein. Das ist gut. So, und beim Windsurfing Retail Rental ist auch nichts mehr. Okay. Alles andere unterbrechen. Ich muss definitiv weiter vor. Von. Oh, den habe ich sogar getroffen. Ja, lass mich durch. Yes, gut. Haben wir ihn erledigt. Wunderbar. Ja, das ist schon wichtig, ne? Weil dir frisst uns sonst unsere Kundschaft und dann verdienen wir nichts. So, tun wir dich mal tanken schnell. Wir haben noch knapp 300, also dann noch 280 Liter ungefähr. Wenn wir dich getankt haben. So, halt. Die Lieferung kommt eh gerade. Kunde an der Kasse, ich weiß schon. Man muss sich manchmal ein bisschen zerreißen, ne? Aber ist halt einfach so. So, wenn wir das dann haben, dann können wir die beiden auffüllen. So, das war's, ne? Ja. So, dann können wir die beiden auffüllen. Gehen wir erstmal zum Windsurfing, weil da gar nichts mehr ist. Okay, passt alles. Moment, das war's. Keine Ahnung, irgendwas. Moment, das war's. Ich weiß es nicht. Vielleicht wurde in der Werkstatt irgendwas falsch gemacht oder er hat falsch getankt. Das kann natürlich auch passieren. Ne? Jetzt mal den Fisch retten. Meine Maus. Da war wieder so ein kleiner Hänger. Naja, jeder, der spielt, der weiß, was ich meine hier mit dem Kassieren. Wie schrecklich das ist, wenn die Flaschen von alleine rumhüpfen. Great. Boat Fueling. So, noch 260, das geht schnell, ne, mit dem Sprit. Das geht echt schnell mit dem Sprit. So, Autos knacken. Wunderbar. 10,53. Ah, das ist ein Meister, da muss ich jetzt halt echt viel Glück haben, bevor der wegfährt. Nee. War zu spät. Bisschen noch.
Blue Rocket. Weil die Blue Rocket können wir auf jeden Fall verkaufen. Das sind immerhin 169. Und wir haben ja 20 beim Vulkan, also das passt schon. Noch irgendwas? Eine Banane liegt hier rum. Noch irgendwo Müll? Da liegt noch was. Müssen wir uns ja ein bisschen kümmern, ne? So, das Boot bei der Tanke. So, 5.35 Uhr dauert noch bis um 8, glaube ich, war es, oder? Oder war es 12? Ich weiß es jetzt nicht. So, keine Anzeigen. Das heißt, wir können ein bisschen flirten. Hallöchen. Und den Müll leeren. Ist in Ordnung. Ich bin nur für den Müll da. Für nichts anderes. Zack, weg damit. So, Autos knacken. Der Kopf geht nach innen. Das heißt, wenn der sich an die Kasse stellt, kann ich ganz gemütlich sein Auto knacken. Aber wenigstens gibt es jetzt nicht mehr so negatives Feedback, wenn du irgendwas nicht hast. Es ist klar, dass du nicht alles haben kannst, ne? Aber das war im Hauptspiel war das immer ständig, dass die Leute immer nachgefragt haben, warum ist das nicht da, warum ist jenes nicht da. Machen die zwar jetzt hier auch, aber ich finde es nicht so penetrant. So, Kunde an der Kasse. Dann hoffe ich mal, dass wir noch ein bisschen Geld zusammenkratzen können. Wir haben jetzt halt gerade mal 800, das ist nicht viel. Dass wir die nächsten Ausbauten auch machen können. Ich meine, jeder Ausbau verhilft uns dazu, mehr Geld reinzuholen. Ihr wollt Trinkgeld, $5,35, Trinkgeld ist immer gut. So, das WC ist auch noch schön sauber. Aber ich weiß gar nicht, ob da jetzt irgendwas ist, wenn ich hier den Besen in die Hand nehme oder so. Das war auf jeden Fall schlimmer im Hauptspiel. Ups, Entschuldigung. Doch, da haben wir was. Sehe ich jetzt bloß nicht mehr. Darf ich mit reinkommen? Nein? Okay. Schauen wir gleich einmal, dass wir hier nochmal at all. Jawohl. Dann haben wir die nächsten 8 Mal Ruhe. Aber der Sound war relativ leise, muss ich sagen. Ne? Der Sound von dem Hai war recht leise. So. Und ich kann wieder nicht aufhören, das merkt man. Ne? Ach so, wir haben den Kassierer da. Ja, das passt. Das passt, dann können wir uns darum kümmern. Liter noch. Naja, gut, ich muss auf jeden Fall dann bestellen. War ein bisschen zu viel, ich weiß schon. Gucken wir mal. Delivery, Fuel, 240. Keine Ahnung, machen wir mit 200 Liter. Machen wir mit 200 Liter. Das passt dann schon. Okay, gut, dann soll es für heute gewesen sein. Ich genieße hier noch ein bisschen das Wetter, gehe mal surfen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Lasst mir ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo da zu lassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut, ciao, ciao.